Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spieleprojekt von mir. Und wie Sie sehen, sehen Sie erstmal nichts, weil es sich bei diesem Spiel um ein etwas älteres Spiel handelt, genauer gesagt um ein DOS-Spiel. Und da dauert es eben etwas länger, bis sich der Bildschirm aufgebaut hat und sich alles konfiguriert hat, weil sich das ja erst auf das neuere System umstimmen muss. Ah, jetzt kommt aber was von 1996 ist das. Jedenfalls das Copyright. Und hier sehen wir auch schon unseren Hauptcharakter. Und Gremlin Interactive hat das produziert, ja. Jetzt kommt erstmal das Intro. Es ist leider komplett in Englisch. Ich werde versuchen, ein bisschen zusammenzufassen, worum es da geht. Vielleicht könnt ihr auch ein bisschen was verstehen, aber es ist schwierig. Also es ist sogar für mich schwierig, weil in diesem Teil läuft es halt I noch began völlig to ohne learn the shady Untertitel. history of Neutropolis shortly after my week-long holiday in the Blue Pens. Most events happened before my time, but I was soon to get swept up in the events which had transformed this radical free-thinking utopia into the polluted pit of boredom it is today. Something was up with the population, something unnatural and sinister. My life and theirs were about to change forever. I'll start right at the beginning. Ein normaler Tag. I was spending a little quality time, walking a couple blocks and whistling a particularly annoying tune I had composed. Suddenly, from out of the smog. I spent 7 lousy days in a Spartan blue box, basically for being too happy. And on every one of those days, those norm guys piped into my cell what can only be described as elevator music. Normalizing, they call it. Then, on the last day, frustrated? Want to meet some like-minded individuals? Want to do something about the state of the city? Get a job and snoop around plush rest. You'll find a group in one of the dumpsters around the back. An empathizer. This was my first contact with people on the same wavelength. Stuff was about to change for the first time in almost 40 years. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zu Normality. Und in diesem Spiel spielen wir den Kent Mutzen. Ja, glaube ich, so heißt er. Und der war in Urlaub. Und als er zurückgekommen ist, war plötzlich alles anders. Soweit ich das verstanden habe, aber einerseits, andererseits passt das ja nicht mit den 40 Jahren, die ich da noch am Ende mitbekommen habe. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Also jedenfalls war die Stadt mal anders. Ja, also lustiger, blühender. Und jetzt ist es so, dass er auf der Straße geht, vor sich hin pfeift, ganz zufrieden ist und glücklich mit sich selber. Und dafür wird er eben eingesperrt und ja, das und muss sich Fahrstuhlmusik anhören, um dadurch normalisiert zu werden. Und das findet er nicht so gut. Logischerweise. Und hier haben wir unser Inventar, da können wir uns die Notiz angucken, die wir nochmal bekommen haben. Und hier ist jetzt kein Ton. Normalerweise wird das vorgelesen. Also, wenn wir frustriert sind, wenn wir Individuen suchen, die
genauso denken wie wir und wenn wir das tun wollen, bezüglich des Statuses der Stadt, dann sollen wir uns einen Job suchen und also bei Plush West. Und da finden wir im Abfall, also in den Abfallcontainern, finden wir da solche Leute. Ja, das sagt schon einiges über unseren Status in dieser Welt aus. Und wir haben eine Schere da auf dem Boden. Scheren kann man immer gut gebrauchen. Ach so, da muss ich so drücken. Kann ich die nehmen einfach? So. Und jetzt? Why would I wanna do that? Ja, ich muss mich, Ach so, okay. Ach, ist da jetzt eine, so eine Scherenform für die Schere? Also da, wo die Schere lag, liegt jetzt so ein Abdruck von der Schere. Und die haben wir im Inventar. Naja, also das Kissen, also mit Rechtsklick kann man eben diese Puppe von unserem Kent da, also der hat seine Voodoo-Puppe von sich selber, warum auch immer, jedenfalls. Entschuldigung, es hat geklingelt. So, da bin ich wieder und der Typ da draußen, also im Spiel jetzt, der wird auch ganz schön ungeduldig, der sagt, hey, du da drinnen, du schaust jetzt fern oder du kommst noch eine Woche mehr in den Knast. Weil wir waren ja eine Woche im Knast und mussten da Fahrstuhlmusik anhören. Okay, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal. Ja. Moment, wo ist der Fernseher? Hier. Anmachen. Das ist mal ein Fernseher. Also ich meine, ich habe ja jetzt nicht das beste Teil. Ich muss nicht dauernd dagegen treten, damit er weiter funktioniert. Also ich finde, es ist kein Wunder, dass er nicht gern fernsieht, weil wer will schon so fernsehen, dass man dauernd dagegen treten muss. Ja, ich mache mich gerade mit der Steuerung etwas vertraut. Einfach Maus drücken und das hin und her. Aber wir wollen ja eigentlich sowieso raus und das wird wohl nicht gehen. Also öffnen wir es mal. Ja, also wir können nicht raus. Wir haben unsere Schlüssel nicht mehr. Die haben wir wahrscheinlich abgeben müssen. Und ja, ach so, das geht auch mit den Tasten. Das ist vielleicht etwas angenehmer als mit der Maus. Ja. Da ist das Fenster. Turn that TV right back on, you hear? I'll be in if you don't. Stay normal. Oh, schon wieder? Dann müssen wir wohl mal. Also unsere Hauptaufgabe erstmal ist den Fernseher ankriegen und währenddessen einen perfiden Fluchtplan aushacken. Also Fenster wollte ich ja gerade machen. Öffnen. Ja. Also hat er es jetzt aufgemacht. Und jetzt, rausklettert. Ah ja, also wir müssen eine Möglichkeit finden, dass der Fernseher anbleibt. Naja, dann schauen wir uns doch mal genauer den Fernseher an. Okay, also wir haben hier eine Wache und die will eben immer, dass der Fernseher anbleibt. Und ja, wie machen wir das jetzt am besten? Thank you.
ist das ein Flyer, den... Ist ja gut. Ja. Und Inventar? Do you crave for a plush posterior perch? Are you unhealthily heavy? Then come and work in our test department. Good shifts, lots of sitting, as much food as you can eat, and hear this, you get paid for it. See Mr. Brinkler right away. Remember the plush rest motto. If your butt's in a rush, buy the best, buy plush rest. Aha, also das ist der Job, den wir da so suchen. Das ist der, da werden wir bezahlt fürs Rumsitzen. Useless thing. Ja, wir machen es erstmal an. Ja, sie tritt da immer gegen. Ein Lautsprecher, Moment. Anschauen vielleicht. Alright, they're cheap, really. Ja, also die Speaker sind, ja, ziemlich billig. Ja, jetzt ist es an, aber ich überlege gerade, wie kann man das hinbekommen, dass das auch an bleibt. Ja, also. Ja, okay. Get back on before that norm outside complains. Naja, okay, dann gucke ich mich erstmal ein bisschen um. Ach ja, der Ausgang ist so nah und doch so fern. Weil, naja, also, wir wollen ja wohl durchs Fenster abhauen, aber der Fernseher muss anbleiben und er bleibt nicht von selber an. Nicht trinken. Das ist aber ungesund. Genauso ungesund wie dieses Wasser. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine zündende Idee. Wenn ich erstmal rausbekomme, wie man den ins Inventar packt. Ja, das weiß ich auch nicht. Ist der jetzt im Inventar? Oh. Ist ja gut. Okay, but if it pecks me, it's history. Ah, okay. Ach so, das mit dem Korkenzieher ist nehmen. Sehr schön. Aha. Naja, dann schauen wir mal, ob wir den mit dem Fernseher benutzen können. Moment. What possible use could I have for a nodding bird with an attitude? Mister! Turn that TV on! Listen and obey! Ja, ist ja gut. Get back on before that norm outside complains. Okay. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Vogel
What possible use could I have for a nodding bird with an attitude? What possible use could I have for a nodding bird with an attitude? Ja, also. Gibt's denn noch irgendwie einen speziellen Knopf, auf den er dauernd drücken muss? Also ich sehe immer nur Large TV Set, Large TV Set. A nodding bird toy, very popular in the 1970s. Ja. Ja, ich weiß eben nicht. What possible use could I have for a nodding bird with an attitude? Ja, du sollst den da hinstellen und... What possible use could I have for a nodding bird with an attitude? Ja, dann bleibt der Fernseher an. Moment, ich muss noch mal... It's too heavy. Ja, ja. I better be careful. It might peck me again. Ja. Ja, mir erscheint das irgendwie so logisch, dass der Vogel irgendwie da rangestellt werden muss, damit der Fernseher nicht ausgeht. Und von dieser Idee trenne ich mich eben gerade so ungern. Aber vielleicht... Na, erstmal machen wir den Fernseher an, bevor wir da angebrüllt werden. Useless thing. Get back on, before that Norm outside complains. Oder vielleicht hat er auch nur seinen schlechten Fernseher, weil er nicht gern Fern sieht. Oh. Und ich renn voll gegen die Wand. Normal dad. I didn't buy it, honest. It came with your part. Ja, also er ist offenbar weder dead noch normal und ja, das glaube ich ihm sogar. Also, dass er die Kaffeetasse nicht gekauft hat, denn selbst wenn er ja, was weiß ich, ein Dad wäre. Ah, Shark Poon, was ist denn das? Kennt ihr? This could have been one of my greatest inventions. If only I had a real shark to test it on. Ach so, zum Haie fangen. Warum hast du ihn nicht mitgenommen auf deinen kleinen Urlaub? Oh, Moment. Was hat... Soon have this sucker out. Take a shower, baby. Okay. Ah, this could have been one of my greatest Ja, ja, okay. If only I had a real shark to test it on. Ja, okay. Kann man den vielleicht damit verwenden? What's this thing? It's about as aerodynamic as a shed full of Russian airplane parts. Moment, nochmal anhören. Ich klicke das viel zu schnell weg. What's this thing? It's about as aerodynamic as a shed full of Russian airplane parts. Naja, das Ding brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Oh. Naja, öffnen wir mal den Kühlschrank. Auch wenn ich mich kaum traue. Mister, turn that TV on. Listen and obey. Ah. Das ist eine mühsame Angelegenheit.
Ich meine, die 3D-Effekte und das Rumlaufen, das ist ja sehr, durchaus sehr ansprechend, finde ich. Aber jetzt muss ich dauernd den verdammten Fernseher anmachen. Useless thing. Get back on before that norm outside complains. What possible use could I have for a nodding bird with an attitude? Hmm. Ja, ich habe halt so den Verdacht, dass ich da irgendwas total falsch mache. Also, dass ich da irgendwie die Steuerung... Ja, also, ah ja, eine Kleider... Kiste... Aha. Erstmal anschauen. Nice cheap furniture made from recycled fruit rinds. Oh, das ist schön. Ist da auch was drin, was man... Ah, hier steht T-Shirt. Ein T-Shirt. Okay, dann nimm das mal. Ach, mach dich nicht selber so runter. Okay, I'll put it on. Ja, das hilft uns vielleicht bei der Jobsuche. Wenn wir einfach mal so behaupten, wir sind fett. Also, wenn es auf unserem T-Shirt steht, dann sind wir das ja wohl. Ja. Und ich würde mal sagen, ich mache den Fernseher an. Ja, ja. Ja, ja. Und damit beende ich dann auch die Aufnahme. Und hoffe mal, dass ich mich bis zur nächsten etwas besser zurechtfinde. Tschüss.